Schönen guten Tag, liebe Seherinnen und Hörer des YouTube-Kanals der Zeitschrift International. Hier spricht Fritz Edlinger. Das ist wiederum nach längerer Zeit auch ein eigenes Video, in dem ich mich direkt zu unserer Zeitschrift, zu unserem gesamten Projekt äußern möchte. Vor wenigen Tagen, inzwischen schon fast zwei Wochen, ist ja das neue Heft herausgekommen, inzwischen sicherlich bei allen Abonnentinnen und sonstigen Bezieherinnen auch schon angekommen. Es ist hier nochmals zur Erinnerung, sollte es jemand noch nicht haben, dann bitte zu urgieren, die Post in Europa ist nicht mehr das, was sie einmal war. Die Reaktionen auf das Heft, ich darf mich gleich dafür herzlich bedanken. Wir scheinen mit diesem Heft wirklich sehr viele Interessen bedient zu haben. Es gibt eine große Anzahl von recht unterschiedlichen Artikeln und Themen. Wir befassen uns, wie auch das Cover und der Titel am Cover anzeigt, halt mit einem Thema, das inzwischen schon unser Stammthema, unser ständiges Thema bleiben wird, nämlich Krieg, Frieden. Es ist keine Überraschung, denn wir leben in einer nicht gerade friedlichen Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo überall die Kriegstrommeln getrommelt werden, wo Menschen, Gruppen, politische Bewegungen und Parteien, die noch vor wenigen Jahren sich als die Motoren, manche davon als die Initiatoren und Gründer einer Friedensbewegung, zumindest in Europa, bezeichnet und gesehen haben, die sieht man plötzlich auf der anderen Seite. Und sie trommeln Krieg, Krieg, Krieg und sind dafür verantwortlich, dass zum Beispiel inzwischen, wie in den letzten Tagen bekannt geworden ist, die Rüstungsausgaben, die Rüstungsimporte, das kommt noch dazu, dass das auch in erster Linie Importe aus dem außereuropäischen Raum nach Europa ist. Das heißt, wir rüsten auf und machen damit in Wirklichkeit das Geschäft von Rüstungslobbys, die außerhalb von Europa sitzen. Das ist aber ein nebensächliches, fast schon Thema, aber wichtiges Thema, mit dem wir uns auch im International immer wieder befassen. Ich darf mich also recht herzlich danken. Ich darf mich vor allem auch bei den noch nicht Abonnentinnen und Abonnenten von International bedanken. Wir haben in den letzten wenigen Tagen, vor allem außerhalb auch von Österreich im deutschsprachigen Raum, Werbung intensiviert und wir haben eine sensationelle Reaktion erzielt. Ich möchte mich dafür herzlich bedanken. Wir haben innerhalb weniger Tage fast 100 Probeheftbestellungen bekommen, eine ganz große Anzahl von Abo-Bestellungen, und zwar sowohl die traditionellen, konventionellen, gedruckten Abos, als auch die virtuellen über Internet zu beziehenden Abos. Herzlichen Dank! Auch auf unserem YouTube-Kanal sind wir in der letzten Woche nicht gestürmt, das wäre etwas übertrieben, aber für unsere Verhältnisse, wir arbeiten von Wien aus, wir senden von Wien aus und da sind also Größenordnungen, die wir inzwischen erreicht haben mit unserem YouTube-Kanal. Wir streben als nächstes Ziel die 5000 Abonnentinnen und Abonnenten an. Das dürfte auf jeden Fall erreichbar sein. Allein in der letzten Woche waren es 100 oder 200 neue. Also wir sind offensichtlich ganz gut drauf, auf gut wienerisch gesagt. Und ich
möchte mich bedanken und möchte mich zusätzlich nochmals an Sie wenden und Sie bitten, euch bitten, weiter so. Es ist auch eine Bestätigung unseres Redaktionsprogrammes, wenn man das so sagen will. International ist ein unabhängiges Medium. Es ist niemandem jetzt politisch, redaktionspolitisch, gesellschaftspolitisch verpflichtet. Es ist ein freies, unabhängiges Medium, besteht seit im heurigen Jahr, wie ja bereits bekannt gegeben worden ist, seit 45 Jahren. Es wird heuer später im heurigen Jahr auch dazu noch eigene Aktivitäten geben. Die Politik hat sich in dieser Zeit wesentlich geändert. Wir haben den Kalten Krieg überwunden, wir haben die Blockbildung überwunden, aber wenn man glaubt, dass man das dadurch eine Entwicklung in eine Richtung einer friedlichen, einer friedfertigeren und auf Dialog mehr ausgerichteten Gesellschaft begonnen haben, war das kurzfristig eine gewisse Illusion in den 90er Jahren, aber die letzten Jahre haben uns ganz brutal auf die Basis der Realität zurückgebracht. Wir leben in einer gefährlichen, wir leben in einer bedrohlichen, wir leben in einer brutalen, kriegsorientierten Zeit. Und gerade in dieser Zeit glauben wir, und es scheint so zu sein, dass Sie als Leserinnen, ihr als Leser und Hörer das auch unterstützt, dass es gerade in dieser Zeit Medien wie international, die eben niemand verpflichtet sind in dem Sinn, dass man jemandes andere Message verbreiten muss, sondern wir sind unabhängig, wir sind kritisch, wir sind weitgehend links und wir sind auch mutig insofern, dass vor allem alle Leute, die bei uns schreiben, eben zum Teil schreiben bei uns Leute inzwischen mehr und mehr, die in anderen Medien kaum mehr eine Chance bekommen. Das sei auch angemerkt. Das ist leider bedenklich. Wir sind hier in dieser Beziehung ein kleiner Nutznießer, aber wir sind auch eine Plattform, wo man sich äußern kann, wo man eben auch auf die Gefahr hin, dass man dann diffamiert wird als Putin-Versteher, als antisemitischer Hamas-Unterstützer. Aber diese Dinge müssen, die wir auch immer wieder behandeln, müssen genannt werden und man muss sich mutig dem entgegenstellen, was sich leider in der Politik, auch in den Medien und in so unserer gesamten Gesellschaft in den letzten Monaten und Jahren ergeben haben, nämlich eine Verengung des politischen, des gesellschaftlichen Spielraumes, immer mehr und mehr Kontrolle, immer mehr und mehr, wenn man das ganz offen auch sagen will, mitunter Zensur. Und gerade in dieser Situation ist ein Medium wie International, das sich mit internationaler Politik, mit Außenpolitik befasst, in einer kritischen Weise, in einer für manche vielleicht sogar leicht querdenkerischen Weise, wichtiger denn je. Es kann doch nicht sein, wir haben gerade heute das Wahlergebnis aus Portugal gehört und in anderen Ländern ist es nicht anders. Es kann doch nicht sein, dass in dieser kritischen, gefährlichen Gegenwart der Protest sich sehr stark auch nach rechts artikuliert, dass der Protest aus gesellschaftspolitischen, aus politischen Richtungen kommt, die in Wirklichkeit, was ihre anderen Ideen, ihre anderen politischen Vorstellungen anbelangt, wirklich nicht das ist, was eine offene Gesellschaft, eine kritische Gesellschaft, eine demokratische Gesellschaft auszeichnet, sondern leider das Gegenteil. Und daher ist es so wichtig, dass es
Medien wie die, wie unseres gibt. Und daher ist es auch so wichtig. Und nochmals herzlichen Dank, dass wir offensichtlich ganz gut ankommen bei unserem Publikum in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz und in sonstigen deutschsprechenden Bereichen Europas. Aber auch darüber hinaus, vor allem auf unserem YouTube-Kanal, publizieren wir ja immer auch englischsprachige Videos. In diesem Sinn nochmals herzlichen Dank und zum Abschluss nochmals die Bitte, die Aufforderung, der Appell, unterstützen Sie uns weiter, abonniert, empfiehlt, verteilt international an Freundinnen, an Freunde. Es ist wichtig, und zwar sowohl unsere Zeitschrift, das ist natürlich unser Flaggschiff, weil da kann man sich wirklich ausführlich auch positionieren und auch diskutieren, aber natürlich auch darüber hinaus, weil da sind wir aktueller und kurzfristiger quasi bei den Themen, die wichtig sind, auch unseren YouTube-Kanal. Und zweitens und abschließend, ich habe das schon mehrfach auch hier auf dem YouTube-Kanal gesagt und auch in den Heften, in meinen Editorials erwähne ich das immer. International ist ein offenes Medium. Es ist keine hochgestochene, absolut professionelle Geschichte. Wir haben immer wiederum auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht über eine jahrzehntelange journalistische Erfahrung und Praxis oder wissenschaftliche Erfahrung und Praxis verfügen, sondern auch Neueinsteiger oder Wiedereinsteiger. Es ist, gerade in den letzten Wochen haben wir Gott sei Dank nicht nur zusätzliche Bestellungen der Hefte bekommen, sondern auch sind einige neue Interessenten in unsere Redaktion eingestiegen. Dankenswerterweise jüngere Menschen und auch Frauen. Das heißt, es hat sowohl zwei traditionelle Schwächen unserer bisherigen Redaktion etwas verbessert, nämlich, dass wir schon manche von uns in die Jahre gekommen sind und zweitens auch es lange Zeit eine sehr maskuline Geschichte war und wir haben also jetzt einige, vor allem zwei bis drei neue, jüngere Redakteurinnen auch im Team. Das ist wichtig, das ist gut, das verbessert nicht nur die Qualität und auch die unterschiedlichen Standpunkte, die im International behandelt werden, beschrieben werden, sondern das gibt uns auch das Gefühl, dass wir angenommen werden, dass also Leserinnen unsere Arbeit schätzen, unsere Zeitschriften lesen, aber darüber hinaus auch der eine oder der andere eben dann zunächst einmal zum Mail greift und uns schreibt und sagt, wenn ihr wollt, ich hätte Interesse mitzuarbeiten, das ist wichtig, das ist auch in einer gewissen Weise in der sonst eher doch trostlosen gesellschaftspolitischen Situation ein positives Zeichen, dass es noch nicht alles verloren ist, dass es genügend Leute gibt, die einfach sich engagieren wollen, die beitragen wollen zu einem kritischen, zu einem mutigen Diskurs. In diesem Sinn nochmals, erstens abonniert, werbt, unterstützt international und zweitens, wer immer sich bemüßigt fühlt, wer immer daran Interesse hat, mitzutun, einmal auf eine Probezeit, schreiben Sie mir ein Mail, die Mailanschrift ist auf unserer Webseite bekannt. Ich werde mich sehr rasch melden, wir werden Gespräche führen und es würde mich freuen, wenn auch nach diesem Video wieder der eine oder die andere zusätzliche Kraft in unserer Redaktion mittun wird. In diesem Sinn, alles Gute, wir lassen uns nicht unterkriegen und ich hoffe, dass auch viele unserer Leserinnen und Leser uns auf diesem Weg begleiten werden. Noch ist es nicht zu spät. Herzlichen Dank und bis auf bald.